Ja, hallo und herzlich willkommen. Moin, moin, meine lieben Freunde. Wir sind wieder hier bei Okamis Tech Pack in der 1.7.10. Immer noch, auch wenn die 1.4 im Moment im Gange ist. Und ich hoffe, dass es alles klappt und gut aussieht. Ich mache das auch nur für diese eine Folge hier mal. Denn ich nehme gerade mit einem neuen Codec auf. Same procedure, same Software, aber mit einem anderen Codec. Und scheiße, ich habe auf einmal ein paar FPS mehr. Also wenn ich jetzt hier stehe, also hier bin ich jetzt gerade so fuffig, 40 bis 50 und das ist ja schon mal eine Steigerung. Das ist jetzt ein X264er Codec. Hm, schön. Ah, ja, gar nicht spät, nein. Aber guck doch mal, es regnet raus. Ich will nicht raus. Mäh. Er macht schon kleine Dateien. Ich bin zwar eher ein Lossless-Fan. Grundsätzlich. Scheiß auf die Dateigröße bei der Aufnahme. Aber hier, wenn ich hier ein paar FPS mehr rauslocken kann, ist das natürlich geilomatisch und geilotron. Yeah. So, keine Ahnung. Was habe ich eigentlich hier noch alles im Inventar dabei? Den haben wir noch ganz einen Haufen dabei. Hier haben wir auch irgendwas mit Maple gemacht. Den gleichen Fader, den ich hier schon mal gemacht habe, habe ich auch schon mal woanders gemacht. Sag jetzt über nichts. Marble haben wir noch so ein bisschen. Ich glaube, ich war hinten an der Baumplantage und ich habe noch einen Kontra. Jetzt hat er schon den Infibaler, benutzt ihn nicht. Ja, der hier. Gut. Er. Sagen wir so, seine Durability könnte man noch steigern, aber ich glaube, die ist echt schon geil. Ja. Jetzt haben wir ihn schon, da können wir ihn auch benutzen. Es gab keine Beschwerden. Sogar er alles dafür gemacht, du machst es richtig, habe ich noch als Kommentar gelesen. Also, dass ich mir dann einfach per Creative geholt habe, wenn da nicht dran stehen kann, dass das Scheißding Kreative ist. Also, joa, ne? Ist denn hier schon irgendwas erwachsen genug für die Ernte? Nee, noch nicht, alles noch nicht so ganz. Okay, okay, okay. Auch hier so ein paar. Also es ist zwar immer noch so, je nachdem, wo ich gerade rumflattere. Hier jetzt wieder nur so 20. Keine Ahnung. Die müssen wir auch unbedingt mal abändern hier. Aber es hat sich schon, ich glaube, so ein paar FPS. Und wenn es auch nur 10% sind, sind 10%. Und die Aufnahme ist gerade mal 100 MB groß bis jetzt. Wäre natürlich geil, so könnte man es natürlich astrein auch hochladen, wenn man es nicht noch nachbearbeiten wollen würde und täte und überhaupt. So. Den Tee will ich jetzt auch mal hochbringen. Den will ich mich nicht mit mir rumtragen. Ja, Okami Stackpick in der 1.9.4. Ich habe vorhin mal wieder geguckt, es sind schon wieder ganz viele Mods hinzugekommen. Also beziehungsweise die ich wohl oder übel mir ganz, ganz schnell und frühzeitig da reinklatschen werde. Hier habe ich wieder ganz schlechte, also wenn ich laufe. Es ist echt unterschiedlich. Ich muss echt. Schade, schade. Wird sonst ein neues System. Da unten gibt es einen Trinkgeld-Link. Draufdrücken und einen Euro raushauen für Sparschwein. Ah, Spaß. Könnt ihr natürlich machen, wenn ihr wollt. Drei Stück haben es bisher gemacht. Ich danke den dreien auch nochmal ganz, ganz dolle. Den lieben Desert. Unseren lieben Bat-Twin, ne? Spring Crew from Future. Genau. Und den guten Chris von Greenstream Team. Ja, der dritte war. Ah, ansonsten, wie gesagt, wo ihr immer sehr mithelft. Wenn ihr was bei Amazon kaufen wollt, einfach mal dran denken. Auf meinen kleinen süßen Referral-Link drücken. Steht ja in jeder Beschreibung drin, auch auf der Hauptseite etc. pp. Also zu finden sollte der auf jeden Fall sein. Einfach da drauf drücken, das, was ihr kaufen wollt, im Warenkorb legen und Bestellung abschicken. Muss es ja doch wiederholen, dass es so gemacht werden muss, weil manche das, glaube ich, immer noch nicht so 100% gerafft haben. Und genau, dann kriege ich ein paar Prozentchen für euren Einkauf und das hilft, wie gesagt, sehr, 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 das hier alles am Leben zu halten. Na, ihr Hundis? So, auf. Auf den Lachs. Ich weiß gar nicht, was ich machen will. Diese. Also sagte mal, wie zum Geier. Also sag mal, habt ihr irgendwo Grappling-Hooks in der Schwarte versteckt? Die Mod habe ich nicht drin, also habt ihr nicht abzuhauen, verstanden? Ihr bleibt hier drin! Ist das klar? Sonst komme ich und mach aus euch. Da leckt. Das leckt. So. Ja, 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 da, da. Alter Ego auch mal wieder am Start.
Hey, du bist voll, Kronk 2.0. Ja, dann sehen wir zu, dass die Abonnenten auch mal in die Dimension gehen. Einfach weiterempfehlen. Ich freue mich immer über solche Kommentare. Gestern ja auch ausgiebig die 194 TechPack Testlauf gestreamt. Und jo, was soll ich sagen? Ja, du bist voll Kronk. Wie Kronk und so. Also ich kriege solche Kommentare so oft und ich denke immer, vielleicht wäre es doch geil, auch ansatzweise so viele Zuschauer zu haben. Klar, die jetzt schon so lange dabei sind und regelmäßig dabei sind, ja, die man wirklich auch kennt, wo man sofort weiß, der schreibt regelmäßig Kommentare und so, die wird man nie vergessen und die wird man immer im Hinterkopf behalten, wenn irgendwas ist. Da haben es dann, wenn man so groß, also wenn man es wirklich schaffen sollte, so ansatzweise größer zu werden, schon neuere Zuschauer, vielleicht ein bisschen schwieriger, halt durch Beteiligung in Kommentaren und so, kann man natürlich mal glänzen. Yay, hier läuft auch alles. Wir haben es immer noch nicht verwendet. Juhu. Ach ja. Ach, wäre schön. Irgendwo schon. Teilweise weiß man noch nicht, ob man damit klarkommen würde. Ich glaube, nach 4 Jahren sollte ich wahrscheinlich mich auch nicht mehr so sehr ändern. Ich bin jetzt voll Fame, ihr seid, könnt ihr mal alle. Nein. So, die Kiste will ich leer machen. Ich will auf der Kiste landen. Mossy Stone. Ein bisschen Aluminium. Das können wir mitnehmen. Oh, cool, Alleli. Können wir mal wieder ein paar mehr machen? Wir machen einfach irgendwo mal einen schönen Ende. Ich habe eine Idee. Ich hab eine Idee. Darkstil, das ist geil. So, zack, 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 zack. Jetzt sind wir voll. Tja. Ach, komm her, weißt du was? Hier, du mystisches... Du mystische, potente Flower, du. Hier haben wir Flowers alle ausgerottet, mehr oder weniger. Hier, so, da. Ach, komm. Was soll der Geiz? Hier machen wir so richtig schön. Oh, sind da ein paar schöne Blumen. Weil es so schön ist. Oh, mein Marble wird... warum wird... okay, anscheinend macht die Harvestability das hier jetzt komischerweise nicht. Ich bin gerade irritiert, dass da nicht beisteht, wie reif sie sind. I don't know why. Because it's reasons. So, nur mit ein. Ich weiß gar nicht, wie viele Obstbäume es wohl noch gibt. Müssen wir mal gucken. Bäh, nicht durch die Lava fliegen. Wir fliegen lieber außen rum. Oder oben rüber. Oben rüber ist mal gut. Ja. Yeah. Die Enderlilies umziehen. Das wäre jetzt... Oh, wir haben kein Essen mehr. Wir haben kein Essen mehr. Geil, wir können Essen holen. Essen. Verfressener Kerl. Landanflug vor der Haustür. Habe jetzt auch, wie gesagt, vorhin ganz, ganz viele Mods mit zusammengeschrieben wieder, die vielleicht doch noch in das neue Techpack reinkommen und sehr interessant teilweise aussehen. Joa. Können wir mal machen, würde ich sagen. Oh hier. Die Quarry läuft derzeit nicht, das ist auch gut. Zack, ist das weg. Ihr seid doch auch schon durchgehend verbunden. Nein, seid ihr nicht. Schade, sonst hätte ich jetzt gesagt, sowas hier kann ich doch da auch mal alles einfach reinschmeißen irgendwie. Strings. Ach, die Schädel müssen wir auch mal hier unten irgendwo einsortieren. So langsam, aber sicher, ne? Macht hier keinen Spaß, wenn die dabei zu haben. Folge 5000. Endlich fängt er an, alles in die Kisten einzusortieren. Kohle. Das ist irgendein Ranz, der er hier hinein kann. Wo wir gerade von Schädeln sprechen. Hier haben wir noch ein paar mehr. Da kommt mir die Kiste. Ich bin gerade überlegen. Ach, hier haben wir so einen Scheiß schon drin. Mensch, dann machen wir es doch da auch zu.
Der Ranz weg. Was haben wir hier denn noch so an Ranzgütern? Hier haben wir auf jeden Fall, da können wir die Kiste reinschmeißen. Noch mehr Sporner. Kann man auch nie genug haben. Das nehmen wir mit hoch. Die Frage ist, haben wir denn dafür irgendwo, muss hier schon Mossy Stone sein. Yes! So, grün auf grün. Gut, dann haben wir das gleich wegsortiert. Dann können wir uns jetzt mal was zu essen genehmigen oder holen, wie auch immer. Ich hätte natürlich jetzt durchs Treppenhaus fliegen können, aber ich nehme lieber den längeren Weg, damit ich hier den kleinen Wusch machen kann. Nein, natürlich, um das Dark Steel loszuwerden, was ich im Inventar mit mir trage. Und es wurde ja auch schon, ich glaube, das, nee, das ist wieder eher was für The Thin Beast, weil es eher darauf bezogen ist. Da werde ich es dann wohl auch eher da belassen. So, ja. Schädel, Schädel, Schädel. Wie viele Schädel haben wir hier eigentlich noch so in den Krams drin? So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal den da. Die können wir auch mit runternehmen, theoretisch. Können wir auch hier lassen, ist egal. Die Kartoffel kann noch mit hoch. So, wir haben ein paar Eigenschädel-Kreationen. Die lassen wir lieber nochmal hier. Wieso auf... Ach ja, am blöden... An der blöden Strahlenkrankheit bin ich ja mehrfach verreckt. Als ich damals auch von dem einen ins andere Techpack umgestiegen bin oder umsteigen wollte, da bin ich da ja so eins, zwei, viel zu viele Male dran drauf drüber gegangen. Ja, warum nimmt er nicht das Treppenhaus? Tralala. Eigentlich könnte ich das Ding hier auch umsetzen. Naja, machen wir hier mal ein bisschen Schädelkunde. Zombie da. Halt! Und seit wann habe ich bitte schon lila Augen? Das stimmt gar nicht. Ist nicht mein Head. Außerdem hat er keinen Bart. So, Elemente. Theoretisch fehlen hier noch so eine andere Schädelsorte. So, dann sind die auf jeden Fall gelockt. Das lockt, das rockt. Und hier haben wir ganz viel. Die werden umgesetzt. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben vier Stück mehr. Die machen irgendwo einen schönen kleinen Garten hin. Ein Glasgarten, nur für die Enderlilies, die beim Mondschein wachsen sollen. Was habe ich hier? Ach ja, eine Kartoffel. Kartoschke. Da, dieses hier müssen wir unbedingt mal umbauen, damit wir hier auch, flupp. Keine Ahnung, setzen wir den dann hier hin? Oder, muss mal gucken, wo ich glaube, hier so hin, setzen wir den Controller dann. Oder da rein, könnte man ja auch, muss mal gucken. Wir können natürlich auch noch mehr. Wir können natürlich auch hier andere Sachen von dekorieren. Das ist richtig. Das steht auch in den Kommentaren, dass ich ja nicht nur hier der Cutting Board, sondern auch der andere Kram hier irgendwo hinklatschen kann. Ich weiß gar nicht, ob alles geht. Alles geht, glaube ich, nicht. Aber ein paar andere Sachen gingen hier von, glaube ich, auch noch. Die konnte man halt auch noch platzieren. Also irgendwas zumindest. War doch nicht nur das Cutting Board. Da bin ich mir doch. Egal. Was soll's. Ah, ich glaube, der da war's. Nicht. Oder es liegt einfach daran, dass ich schon ewig keine Updates gemacht habe und dass das hier noch nicht geht. Das könnte natürlich auch sein, weil ich mich ja an die Updates nicht mehr ranwage. So, und jetzt erstmal. Oh, diese Auswahl. Wir müssen dringend nochmal kochen. Wir müssen nämlich wieder aufrüsten. Zack, 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 hier erstmal, wir machen heute mal Flüssigdiät und dazu noch als leckerer Brätzen. So, zacke, 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 zacke. Ich glaube, wir haben die Brezen gegessen, oder? Richtig. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn die Softdrinks, also diese Shakes, uns so satt machen. So, schnell schlafen. Yay. Apropos, ich darf meinen Kaffee nicht vergessen. Schon wieder fast kalt ist. Oh. Apropos.
Die Steel Shovel, die müssen wir mit Stiel ja auch mal ein bisschen stielen, also reparieren. Ah doch, ich muss sagen, mit den... Auch wenn es immer noch an manchen Stellen halt so ein bisschen einbricht, im Großen und Ganzen mehr FPS zu haben, als schon viel Schönes. So, lalalala. Wie war dann nochmal? Wie war das denn nochmal? Wo musste ich denn was reinschmeißen, um Sand zu kriegen? Um Sand zu kriegen, musste ich einfach, ich glaube, Gravel war es, ne? Nee. Irgendwas konnte ich doch auch schmeißen und hatte dann, genau, Cobble in the Sack Mill. Oder natürlich in den Crusher, den wir auch noch nicht haben. Boah, boah, wieder ein bisschen Sand. Ich will ein bisschen Glas haben für unser Vorhaben. Zu dem Fall brauchen wir da mal wieder ein bisschen Energie. Ups. Auch wenn das jetzt nun eher marginal ist. Sackmill. Da. Das ist ja etwas, was ich eigentlich auch mal gucken wollte. Eigentlich böses Teil, dass du den da ausschaltest. Wenn nicht, müssen wir den irgendwann nochmal umsetzen. Können wir ja auch. Ist auch nicht so schwierig. Weil da wurde ich ausgeschaltet. Damals. Und das fand ich nicht so schön. Er hier klopft jetzt natürlich gut durch. Was da natürlich fehlt, sind eigentlich diese Dark Steel Balls für die Multiply. Aber da pfeifen wir jetzt auch mal ganz gehörig drauf. Und wie gesagt, ich hole mir jetzt mal Glas von unten. Den Schissel Manissel haben war wie immer dabei. Hey. Und da muss ich auch noch gucken. Open Blocks. Ich glaube, die fehlt mir auch noch. Kurz mal aufschreiben. Open Blocks. Ich hoffe, dass die auch schon irgendwo eine 104 raus ist, denn das wäre ja schön. Und zudem ist ja inzwischen auch noch die 110 draußen. Endlich können wir Eisbären quälen. Yeah! Was? Nein. Würden wir nie tun. Nö. So, gucken wir doch mal. Ich glaube fast, das Dungeon-Glas würde sehr gut aussehen. Ihr wisst ja noch nicht, was ich vorhabe. Das Bubbleglas könnte vielleicht auch. Mal gucken, haben wir da hinten das Dungeon-Glas benutzt oder hatten wir anders? Nee, da hier haben wir das Dungeon-Glas benutzt. Tja, für welches Glas ich mich entscheiden werde, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich glaube, ich nehme jetzt eiskalt die nächste Folge auch nochmal hier mit auf mit diesem Codec. Ich finde es gerade echt schön. Wir haben 18 Minuten. Wir haben keine 900 MB. Gut, Audio käme noch dazu. Das ist gerade auch separat. Es wird also alles gerade separiert, damit ich zwei Tonspuren habe. Sonst hätte ich nur eine. Aber das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, vorsichtshalber ist vielleicht der andere Codec besser. Denn lieber eine Folge Schutt als eine ganze Aufnahmesession. In dem Sinne, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.